Jetzt fängt sich schon das Frühjahr an. Die Blumen blühen, wohl auf dem Feld sie blühen, blau, weiß, rot und gelb. Jetzt geh ich durch die laue Höhe. Die Lerchen singen wohl in der Höhe, weil ich zu meinem Schätzchen gehe. Und als ich vor die Türe kam, da seh ich einen anderen drin. Drunten im Ungarnland liegt das Dorf Gogost. Es ist eine der typischen Bauernsiedlungen im Komitat Dolna in der schwäbischen Türkei. Gogost ist das Heimatdorf vieler deutschstämmiger Bauernfamilien, die nach dem letzten Krieg Haus und Hof verlassen mussten. In den Häusern leben heute andere Menschen, ungarische Siedler aus der Bukowina. Die Erinnerung an die Ereignisse in den Nachkriegsjahren verblasst. Nur gelegentlich kommen Besucher aus Deutschland und wandern durch das idyllische Dorf. In Erlenstegen am Stadtrand von Nürnberg lebt die ungarndeutsche Familie Singer aus Kogosch, der unser Besuch gilt. Vor Jahren haben sich die Singer in dem damals noch ruhigen Erlenstegen angesiedelt und eine zweite Heimat gefunden. Heute führt die Hauptverkehrsstraße direkt an dem kleinen Grundstück vorbei. Für eine ungarndeutsche Bauernfamilie hat der Garten und das Haus große Bedeutung. Von daheim her waren sie ja gewöhnt, alles selbst anzubauen. Freilich, der Paprika ist nicht das wie in Kogost und mit dem Wein ist es auch so eine Sache. Aber irgendwas wächst schon. Bitte schön. So, für das Kuhfrau. Was ist das? Singer. Ganz ohne angemeldet. Ja, wie geht's denn? Danke, kommt eine Reihe. Ja, gehen wir rein. Jetzt ja. Komm. Frau Maria Singer hat in ihrer Jugend viel gesungen und sich im Gedächtnis den gesamten Dorfliederschatz aus Kogost bewahrt. Es sind hunderte von Liedern, wie man sie zu allen denkbaren Anlässen gesungen hat. Vielstrophige Balladen, Kirchenlieder, Vierzeiler, Tanz- und Gesellschaftslieder. Aha. Ja, warum haben Sie sich denn nicht angemeldet? Ich habe doch gesagt, ich will Sie bewirten, wann der wiederkommt, ne? Ja. Ein Fischgulasch hätte ich gekocht, ne? Irgendeine Spezialität aus der Heimat. Ja, freilich hätte ich's. Jetzt kommen Sie so überraschend, ne? Und gerade beim Mittag kochen, es gibt bloß Kartoffelsuppen. Und ein selber gemachtes Brot. Ja, haben wir. Im Kreis der Familie singt Frau Singer auch heute noch die Lieder ihrer Jugendzeit. Auf Anhieb weiß sie alle Melodien und Texte, die sie einmal gelernt hat. Die Lieder, die Sie gesungen haben, haben viele Strophen. Ja. Man braucht eine Gesellschaft dazu. Es muss lustig sein. Ja. Nicht auf Kommando singen. Ja. Naja, gibt auch eine. Viel haben da mal, wo ein bisschen wehmütig sind, gesungen worden. Ne? Das kommt drauf an, halt, wie das Lied ist. Ne? Drunten im Ungarland, wenn sie das singen, ist das. Dann eine Erinnerung an die... Bei mir schon. Genauso wie wir als gesungen haben, da schön Ungarnland, mein Vaterland, meine Mutter, die ich nie erkannt. Ne? Das klingt heute noch schöner, wie damals, wie wir einmal gesungen haben, wie wir jung waren. Ne? Das ist aber in unserer Zeit gesungen worden, das Lied. Sie sind Jahrgang 1910. 10. Ja. Und sind aufgewachsen. Ja. Auf die Welt kommen dort. In Ungarn? Ja. Haben wir gar nicht anders gekannt. Wenn das nicht gekommen wäre, da, wir hätten das gar nicht gewusst, dass unsere Ahnen mal von Deutschland stammen. Das ist erst gekommen wegen der Kriegszeit. Und da war die Volkszählung. Ich war in 42, aber 43. Und da ist da erst gesucht worden von der Ahnengräber. Da haben wir gehorcht einmal. Da haben wir gar nicht gewusst, was jetzt da eigentlich los ist, weil da viel zu wenig ist erzählt worden von deren Geschichten. Und da ist mir erst das Licht aufgegangen, wo jetzt unsere Ahnen her sind. Ne? Das war halt so alles selbstverständlich, weil um uns herum, es waren 6-7 Kilometer, war alles ungarisch. Aber in dem Kreis, wo wir gewohnt haben, in der Dolnau, da war
lauter Orte, wo deutsche Menschen gewohnt haben. Ganze Dörfer. Hat auch gegeben, wo gemischt waren. Mit Ungarn aber wenig. Und die haben auch gut getan beieinander. Hat selten mal ein Ungarer Ungarin geheiratet von dem. Also deutscher Ungarin, oder? Ja, ja. Aber ein Ungarer Deutscher, das hat es fast nicht gegeben. Auch wenn sie beieinander gewohnt haben. Es war eine Ortschaft bei uns ganz in der Nähe, sonst weiß ich es gar nicht. Somba hat es geheißen und da waren Ungarer und Deutscher. Da haben sie einmal ungarischer Gottesdienst gehalten und einmal Deutschen. Aber das hat es bei uns nicht gegeben. Weil wir haben ja nicht viel Ungarisch kennen. Jetzt meine ich ja, die meistens die Buben, die sind in die Stadt gegangen und haben die ungarische Schule besucht. Und da haben sie Ungarisch gelernt, aber die Mädels meistens, außer die, die in die Stellung sind, die hingegangen, hat man bei uns gesagt, die haben noch Ungarisch gelernt. Aber unsere Eltern, die haben nicht Ungarisch können. Drunten im Ungarland? Ja, haben wir auch gesagt. Geht das? Ja. Drunten in Ungarland, heida ist gar wunderschön. Dort ist die Jägerei und auch das Schießen frei. Dort möchte ich Jäger, Jäger sein, schießen, das ist meine Freiheit. Schieß ich ein Lorbeerkranz, Felder oder Felder nicht. Felder nicht, so bleibt er stehen, zu meinem Madel muss ich gehen. Zu meinem Madel muss ich gehen, in der Woche 6-7 Mal. Gestern ist Samstag gewesen, heut ist er schon wiederum da. Sie hat ein Hütlein auf, da sind 2 Schwalben drauf. Sie sieht so reizend, reizend aus und ich schob mit ihr nach Haus. Und als wir an die Haustür gelangen, sprach sie ganz leis zu mir. Du hast mich heimgebracht, das hat mir Spaß gemacht. Drum gib mir auf mein rosaroder Mund einen zuckersüßen Kuss. So hat man früher Hochzeitsmusik gemacht. Ja. So haben wir noch. Der Zeppel und Walz rein, so abgewechselt. So. Wenn eine kleine Hochzeit war, wenn eine große war, dann ist schon anders zugegangen. Das war unter dem Krieg, wie die Männer waren, die Musiker, die Kapellen. Und dann haben wir doch auch geheiratet und dann hat man halt ein bisschen so Musik gemacht. Harmonie und Geigen, damals habe ich Geigen gespielt und der andere hat Harmonie gespielt. Die Fuhrmannsleute hat man die ja, gesungen? Ja, das haben wir auch gesungen, ja. Gern das?
Ja, ja. Lustig sind die Fuhrmannsleut, wenn sie auf der Straße fahren. Sie fahren bald hin, sie fahren bald her. Sie fahren beladen, sie fahren bald leer. Das ist den Fuhrmannsleut ihren Gebrauch, wenn sie auf der Straße fahren. Und als wir über das Gebirglein kamen, sehen wir von Ferne ein Wirtshaus stehen. Da wollen wir heute einkehren, da wollen wir heute einkehren. Als wir gegessen und getrunken haben, schauen wir uns um Mädel um. Schöne Mädel müssen sein, da wollen wir schlafen ein. Schöne Mädel müssen sein, da wollen wir schlafen ein. Das ist eins mit drei Strophen. Oh, ich hab ich vergessen. Okay. Das ist schnell verpasst, ne? Ja, was war das für eine gewesen? Als wir über das Gebirglein kamen, sehen wir von fern eine Flasche stehen. Da heißt mit dem Geld voraus, voraus, dass meine Peitsche saust. Meine Peitsche, die sauset schön. Meine Rösselein wollen gar nimmer gehen. Da war ich halt voll Zorn, weil ich gar nimmer fahren kann. Da haben sie mich überrascht jetzt. Mit dem, wenn sie es früher hätte gesagt, hätte ich mir ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, ne? In der Stadt Langenau, in der Ulmer Gegend, haben viele Kogoschter Familien nach dem Krieg eine zweite Heimat gefunden. Seit einigen Jahren gibt es auch ein liebevoll eingerichtetes Heimatmuseum der Ungarndeutschen, das der ehemalige Kogoschter Bauer und spätere Gemeinderat von Langenau, Johann Fritz, betreut. Herr Fritz, 295 Lieder sind übertragen, sind auf Noten geschrieben. Text genau, da steht Aufnahme Johann Fritz, Sommer 1976, Sängerin Maria Singer, geborene Fritz, geboren 14.08.1910. Das ist also unsere Maria Singer. Das Lied hat sie uns gesungen, drunten im Ungarnland. Heute ist es wunderschön. Und sie haben da drei Bände liegen. Was haben die dem Freiburg gesagt, wie sie die Lieder gebracht haben oder haben sie die hingeschickt? Ja, die waren also hell begeistert davon. Das heißt, sie haben, die Freiburger haben mich angeschrieben, weil sie eben durch Herrn Kammann darauf aufmerksam gemacht wurden, dass ich Tonbänder mit etwa 300 Lieder besitze. Der Herr Kammann ist von? Der Herr Kammann ist von der Forschungsstelle für Ostdeutsche Volkskunde in Bremen, so heißt die Stelle. Und der hat davon gehört? Und der hat davon gehört, ja, weil ich mit ihm in Verbindung stand. Er hat damals doch das Material zusammengetragen für seine drei Bände Donauschwaben erzählen. Und dann hat er von mir erfahren, dass ich diese Tonbände besitze. Er verständigte dann das Volksliedarchiv in Freiburg und die kamen dann auf mich zu. Das ist ein sehr schönes Kinderlied. Heia Popeia, im Sommer kommt der Meier. Wann die Menschen ins Wirtshaus gehen, muss ich bei der Wiege stehen. Mach ja. Die Wiege knippknapp, schlaf du kleiner Dudelsack. Sehr ja. Nett. Aufnahme Januar 78. Ja, aber das ist schon eine große Ausnahme, dass eine Frau wie die Maria Singer, die alle im Kopf hat. Ja, das stimmt. Ich war selbst sehr überrascht, als sie mir erklärt hat, sie kennt sehr viele deutsche Volkslieder, die man ehemals in Gogosch gesungen hat. Wie viel wusste sie selbst nicht. Ich habe ihr dann gesagt, das hat so keinen Wert, wenn wir uns darüber unterhalten. Sie soll all diese Lieder auf Tonband singen und soll sie mir dann schicken. Irgendwo werden wir sie dann schon loswerden. Und jetzt kommt die Frage,
Wer singt jetzt? Haben Sie einen Chor oder singt irgendjemand in Langenau vom Dorf damals diese Lieder nach? Nein, die singt hier niemand mehr. Die Bezeichnung Schwäbische Türkei ist eigentlich im Ungarischen entstanden. Nachdem dieses ganze Gebiet südlich der Donau bis rüber zur Linie Debrecen im 16. und 17. Jahrhundert ja von Türken besetzt war, der Raum bis nach Wien auf, wurde nach der Vertreibung der Türken aus diesem Gebiet von den Ungarn dieses Gebiet südlich der Donau als Türkei bezeichnet. Und als dann gleich unmittelbar nach der Vertreibung der Türken die Besiedlung mit deutschen, mit schwäbischen Bauern erfolgte, hat der Ungar diesen Begriff geprägt, Schwäbische Türkei. Das Dorf Kokost? Das Dorf Kokost ist keine Neusiedlung von Deutschen, sondern es bestand schon vorher. Die ersten urkundlichen Aufzeichnungen stammen aus dem 13. Jahrhundert, war aber dann unter der Türkenzeit, wie sehr viele Orte in diesem Teil Ungarns, in dem sogenannten pannonischen Raum, eben durch die Herzüge der Türken verwüstet und menschenleer geworden. So auch Kokost, die Gemeinde Kokost, ist bei der Zusammenschreibung im Jahre 1696 nicht mehr erwähnt. Dagegen aber die Nachbargemeinde, die unmittelbar zusammengebaut waren, die Gemeinde Belatz, bestand das ist damals eine, noch. Eine Übersichtskarte aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Es geht bis zur Adria, also das Ungarn, ja. Und was heute Rumänien ist Siebenbürgen. Ja, es ist eine Übersichtskarte von dem sogenannten Großungarn. Man kann, um die deutschen Siedlungsgebiete in Ungarn zu erklären, dies nur in diesem Rahmen sehen, in diesem ehemaligen Großungarn, wie es in die österreichisch-ungarische Monarchie damals einverleibt war. Ja, zu viel Geschichte kann ich mir gar nicht merken. Aber uns geht es eigentlich in erster Linie um die Lieder und um das Volkstum aus Ihrem Dorf. Sie ja. leben jetzt mit vielen Dorfbewohnern, die ausgesiedelt worden sind nach unserem letzten Krieg in Langenau. In Langenau, ja. Ab und zu kommt es mal vor, wenn wir an unserem Stammtisch sitzen. Ja, wir sind hier 9 Mann, ungefähr im gleichen Alter, in meinem Alter. Wir haben einen monatlichen Stammtisch. Da kommt es dann ab und zu mal vor, jedem nach, wie die Ausgelassenheit ist, dass man einige dieser Lieder singt. Und dann auch in der Hauptsache die sogenannten Soldaten- oder Kriegslieder, die man vor dem Ersten Weltkrieg und bis zum Ersten Weltkrieg so ja. hat. Das sind also Kinderlieder, es sind Gesellschaftslieder. Sind Gesellschaftslieder, jawohl. Und besonders schön diese Adventslieder, Hirtenlieder. Sternlein also, von Bethlehem. Das ist also ein Hirtenlied. Das ist ein Hirtenlied. Sie uns die zwei ja. Strophen? Sternlein von Bethlehem, hältst so treulich Wacht, sag, was im Stall geschehen in der heiligen Nacht. Sternlein, o Sternlein, grüß mir das Kindelein, das uns Heil gebracht, das uns Heil gebracht. Hirten sehen hellen Schein, kommt vom Himmelszelt, viel tausend Engelein schweben überm Feld, singen ein himmlisches Lied, das durch die Seelen zieht von dem Heil der Welt. Ich hab schon 3 Sommer meine Ehre vernommen. Ich hab schon 3 Sommer mein Tierntl nimmer gesehen. Ich hab schon 3 Sommer mein Tierntl nimmer gesehen. Wo wär ich sie suchen, wo wär ich sie finden,
wo wär ich sie suchen, dass ich zu ihr komm? Im Donauwald drinnen, da wär ich sie finden. Im Donauwald draus, dort schaut sie heraus. Im Donauwald draus, dort schaut sie heraus. Grüß Gott, mein liebs Dirndl, komm heraus zu mir ins Winger. Komm heraus zu mir ins Winger. Wochentags sucht man in den Dörfern der schwäbischen Türkei vergeblich nach Menschen, die die alten Bauerntrachten noch tragen. Nur bei Veranstaltungen und Festtagen sieht man heute die überlieferten Frauen- und Mädchentrachten. Bei den Festtrachten der Donauschwaben überwiegen zum Unterschied von den ungarischen Trachten dunklere Farbtöne. Auch die reichen Stickereien der Ungarn fehlen bei den Deutschen. Christi Gott, mein Liebschätzer, was hast du mir gebracht? Ich walge still und mir das gegeben. Der Chor der Volksdeutschen aus Sechsau zeigt sich in der alten Volkstracht. Seit einiger Zeit wird von der Regierung die Kultur der ethnischen Minderheiten in Ungarn gefördert. Man hat erkannt, dass auch die Eigenart der volksdeutschen Restbevölkerung wert ist, vor dem Aussterben bewahrt zu werden. Alles ist verschwunden, was mir leid und lieb. Hab das Glück gefunden, doch das Heimweh blieb. Wo die Möwen schreien, schrill im Sturmgebraus, da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. Wo die Möwen schreien, schrill im Sturmgebraus, da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. Wenn die Wogen sangen mir mein Wiegenlied, wo Bereiche waren mir, das Gott behüt, merkten auch mein Sehnen und mein Heißbegehr, durch die Welt zu fliegen, über Land und Meer. Merkten auch mein Sehnen und mein Heißbegehr, durch die Welt zu fliegen, über Land und Meer. Herr Fritz, Johann Fritz, jetzt haben wir also ungarische Landsleute, deutschstämmige, und sind das richtige Trachten der Deutschen oder sind die ungarisch? Nein, das sind keinesfalls ungarische Trachten, das sind deutsche Volkstrachten, und zwar die deutsche Volkstracht, wie sie in der Gemeinde Gagascht getragen wurde. Also wo Sie daheim? Wo ich herkomme, ja. Und der Herr ist? Ich bin auch ein Volksdeutscher, ein Umsiedler. Wir sind von Gagascht nach Sechsau gezogen und dort tun wir unsere Tracht weiterführen und unsere Kultur weiterpflegen. Gehen wir doch einmal zu den Männern, dass wir die Tracht sehen. Ihr habt lauter schwarze Leiberl. Ja, ja. Ja, das sind die sogenannten Rollerknopfleibel. Darf man mal sehen, wie sie alle ausschaut? Bitte schön. Ja, rumdrehen. So, stimmt. Ihr seid also Deutsche. Deutsche, ja. Ja. Und redet Deutsch, ja. Und Ungarisch natürlich. Ungarisch, ja. Und ja, Deutsch. Ja. Sind zwei Sprachen. Mhm. Und was machen Sie heute in Langenau? Wir haben eine Einladung bekommen mit unseren Kulturgruppen, von unseren Verwandten, die hierher umgesiedelt sind und wollen auch unsere Volkslieder hier vortragen. Und das macht uns eine große Freude, dass wir die Einladung bekommen. Bitte, können Sie uns die Herrschaften vorstellen? Wie heißen Sie alle? Ja, die meisten sind aus Gagascht. Und dann sind noch die umgebenden Dörfer Salko, Gej,
die Schweiger, Devel. Und die Familiennamen? Die Familiennamen sind auch mehrere, kann ich auch, das ist eine Jen. Jen? Jen, dann sind Hepp, Probst, Schuler, Studer und noch mehrere. Streicher. Streicher und Eber. Auch Eberhard und... Alles Deutsche. Alles, nur alles die Deutsche. Vornamen? Die Vornamen sind... also auch Johann, Michael, Adam, Jakob und Jakob. Alle, was ja. Die Vornamen sind. Jakob, Adam, Michael, Johannes und Josef. Und Sie haben also einen Chor? Ja, wir haben einen von unseren eigenen Leuten ein Chor zusammengestellt und wieder auch angefangen, unsere Volkslieder aufzusuchen und die weiterpflegen, weil die sind ja schon alle in der letzten Zeit sogenannt verloren gegangen. Und so wollten wir wieder die aufsuchen und die frühere Trachte vorstellen. Denn unsere Trachte, was Sie hier sehen, die waren schon alle weggeworfen. Die haben wir zusammengesammelt und wieder in Vorschein gebracht. Und durch unser Singchor ist es wieder in Vorschein gekommen. Weil die Lieder, was wir heute singen, die waren schon alle vergessen. Und dem einen fiel das eine an, dem anderen das andere und so wird es zusammen gesungen und zusammengesucht wieder. Wir haben ja da die Frau Maria Singer, die viele Lieder gesungen hat. Ja, haben Sie davon gehört? Ja, die könnte ich, das war meine Schulkameradin. Also wir sind miteinander in der Schule gegangen, ne? Die Singer Bärbel ist da die Rede, ne? Nein? Jauchsmari. Ja, die Jauchsmari, die könnte ich auch. Sind dann in unserem Heimatdorf. Und Sie werden erlauben, dass wir Sie besuchen in Ungarn? Ja, da werden wir recht gerne. Sein. Wir wollen Sie einladen. Wir werden kommen wahrscheinlich, wenn der Kukuruz reif ist. Wenn der Kukuruz reif ist. Es wäre gut zu meinen. Mein Schatz geblieben, ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika. Ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika. Bauer in dein Hundleil an, dass er dich nicht beißen kann. Beißt er mich, straf ich dich, tausend Dollar kostet es mich. Beißt er mich, straf ich dich, tausend Dollar kostet es mich. Tausend Dollar ist kein Geld, wenn das Mädel mir gefällt. Die mich ruft, die mich zupft, die mit mir ins Bettlein schlupft. Die mich ruft, die mich zupft, die mit mir ins Bettlein schlupft. Jakob hat sein Schimmel verkauft, geht ins Wirtshaus und versauft. Jakob hin, Jakob her, Jakob hat kein Schimmel mehr. Jakob ide, Jakob oder, Jakob noch mal ninchen lova. Das Sängerfest in der Stadt Langenau bietet den Vereinen Gelegenheit, sich beim Festzug zu zeigen. Seit jeher marschieren ja unsere Vereine gern auf, ob mit Pfeifen und Trommel oder mit klingendem Spiel. Seit sich Mitte des vorigen Jahrhunderts in den deutschen Städten Turn- und Gesangsvereine gebildet haben, ist es ganz selbstverständlich, dass man sich gegenseitig besucht. Immer findet sich ein Anlass zum Besuch, ob zur Fahnenweihe oder zum Sängerfest. Kommen ist Ehrensache. Über 900 Kilometer weit ist es von Sexard in Ungarn bis in das württembergische Städtchen Langenau. Allen Beteiligten macht es eine große Freude, beim Sängerfest dabei zu sein. Die volksdeutschen Gäste sind ja keine Fremden in Langenau. Viele haben verwandtschaftliche Beziehungen und freuen sich über die Gelegenheit, endlich einmal in Westdeutschland einen Besuch zu machen.
Immer noch ist es ja für Ungarn-Deutsche schwierig, nach dem Westen zu reisen. Aber jetzt sind sie da und vergessen ist für eine Weile der Alltag. So wie viele Landstädtchen hat auch Langenau sein ländliches Wesen abgelegt. Das festlich geschmückte Rossgespann soll daran erinnern, dass die bäuerliche Tradition noch nicht ganz verschwunden ist. Viele Kogoscher Familien, die sich nach dem Krieg in den damaligen Ulmer Landkreis angesiedelt haben, sind heute, wie man so sagt, voll integriert. Mit dem Besuch der Chorsänger aus Sexart zeigt sich, dass die Verbindung zu den daheim verbliebenen Ungarn-Deutschen nach wie vor gepflegt wird. Die Lieder der Ungarn-Deutschen sind alle aufgeschrieben und im Deutschen Volksliederarchiv in Freiburg registriert. Auch die Sexarter Chorleiterin Kathi Eicher-Müller hat eine umfangreiche Liedersammlung zusammengetragen. Es sind die gleichen Lieder, wie sie auch Frau Maria Singer in ihrer Erinnerung bewahrt hat. Für die wenigen Volksdeutschen in Ungarn geht es heute in erster Linie darum, ihre deutsche Sprache zu erhalten und sie an ihre Nachkommen zu vererben. Alle Bestrebungen zur Erhaltung der deutschen Kultur in Ungarn werden von den ungarischen Behörden heute wohlwollend gefördert. Voller Eindrücke aus Langenau wird der Chor wieder heimwärts reisen, in das Land, das auch für die Langenauer Ungarn-Deutschen einmal die Heimat war. Na, da durchstecken.
Sie haben das mitgebracht? Ja, das habe ich mitgebracht. Das war ja der Stolz, was glauben Sie? Da war ich 16 Jahre alt, wie ich das gekriegt habe, ne? Na. Und das ist keine Wolle, was Sie haben? Das ist keine Wolle, das ist Hanf. Aber sehen Sie, das ist nicht benutzt worden. Das hätte man erst vorher sollen schmieren. Ja, ja. Sag mal. Wolle haben wir keine jetzt. Hätte man sich erst müssen verschaffen. Sehen Sie es? Jetzt geht's wie geschmiert. Jetzt geht's, ja. Und den Hanffaden, was hat man da alles draus gemacht? Ja, da hat man, das hat man sogar zu Zwirn gemacht. Das hat man im Haushalt verwenden können. Früher hat man doch die Bettiger und das alles von dem Hanf gespunnen. Und dann hat man schweben lassen. Viele haben auch ihre Sache selber gewebt. Und von dem sind die Bettiger gemacht worden, die Leintücher. Ne? Und die stecken sogar auf die Hochzeit. So fein gespunnen. So ein Spinnradl ist ja was Besonderes. Volkskunst. Ja, was ist denn das für ein Holz? Das ist ein Zwetschgenholz. Jede hat da ein schönes gemacht, ne? Sie brauchen nicht den ganzen Buschen spinnen, Frau Singer. Ja. Wenn Sie uns dann noch ein paar Lieder singen. Frau Singer, für einen Volksliedsammler sind Sie eine wahre Fundgrube. 295 Lieder, viele Strophen, eigentlich der Liederschatz aus der Spinnstube, könnte man sagen. Bei manchen Liedern, die Sie aufgeschrieben haben, steht hinten dort Eltern. Das ist von meinen Eltern, habe ich die gelernt. Sind schon in der Zeit gesungen worden, weil wir meistens abends, wenn wir fertig waren, mit Füttern draußen. Mhm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Wir waren 6 Geschwister. 5 waren musikalisch. Die eine hat nicht gesungen. Die waren auch schon älter, waren aus dem Haus. Aber die anderen, die waren immer bereit. Habt ihr mehrstimmig gesungen? Ja, haben wir. Haben wir schon. Mein Bruder, der hat da sich schon mitgegeben, der hat noch auch später die anderen schon unterrichtet. Ne? Er hat schon was verstanden auf dem Gebiet. Und also erste dann, Stimme, zweite Stimme? Ja, zweite, aber sonst nichts. Sonst nichts. Zwei Stimmen. Genau. Da heißt es jetzt, glaubst du, bist die Allerschönste. Ja, das hat auch schon. Haben auch schon mal Eltern gesungen. Mhm. Ja. Gehen wir da eine Strophe hin, weil von 295 Liedern kommen wir ja nicht alle. Ja. Glaubst du, bist die Allerschönste, aber nicht die Angenehmste. Der du bist, der bin ich auch, der mich veracht ich auch. Der du bist, der bin ich auch, der mich veracht ich auch. Dann sind wir da. Droben steht die Kapelle. Das ist scheinbar was Frommeres. Hat auch mein Vater gesungen. Ja? Ja, das habe ich auch gerade auch schon im Radio gehört, ne? Ja? Ja. Wie geht das? Droben stehe die Kapelle, schauet still ins Tal hinab. Kapelle, froh und hell der Hirtenknab. Drunten singt bei Wies und Quelle, froh und hell der Hirtenknab. Mhm. Das hat wie viele Strophen? Das hat, glaube ich, 3. 3? Ja. Viele haben 3, aber manche haben dann gleich 20, haben, gell? Das sind noch eine mit 12, 13 auch. Mhm. Ja. Es treiben 3 Weiber die Kühe. Wie geht das? Es treiben 3 Weiber die Kühe.
Sie treiben in aller Früh. Sie treiben und treiben und treiben. Sie treiben in aller Früh. Und hat noch mehrere Strophen? Ja. Sie trinken aus keinem Glas, sie trinken gleich aus dem Maß. Sie saufen und saufen und saufen bis 41 Maß. Die erste nahm den Beutel heraus, die zweite zahlt schon aus, die dritte hat's Kittel versoffen, im Hemd muss sie jetzt nach Haus. Ein Mann, da gehst mal her, gib's mir den Geldsack her, gib's mir den Geldsack her, die Tasche ist schon leer. Wir haben kein Geld zu Haus, genau's versauft das Haus. Genau's versauft das Haus, genau's versauft das Haus. Draus stehen ein paar Lumber der Schuh, geh's auf dem Teufel zu. Geh's auf dem Teufel zu, geh's auf dem Teufel zu. Das wär's noch. Hat der Wein eine große Rolle gespielt? Ja, dem noch schon. Ja, das sind also alles mögliche Seemannslieder dabei, gell? In stiller Kammer ruht das Kind. Ein Mädchen so schön wie ein Engel. Da geht's jetzt, das ist jetzt schon Überleitung zu den Marienliedern, gell? Nicht einmal. Das sind aber spätere Lieder da, wo man später hat gesungen. Da war ich schon verheiratet da. Mhm. Das, ich bin ein Fischer. Na, das ist ein Altlied. Als ich jung war, als ich schön war. Da heißt es Kirchenlieder. Ja. Das darf mich noch interessieren. Eins von den schönen Marienliedern. Ja. Vielleicht eine Strophe mal. Die Nachtigallen singen, ja. Haben sie mal gesagt. Das ist ein Mai-Lied, ne? Mhm. Die Nachtigallen singen, der Mai ist froh erwacht. Drum wollen wir dir bringen, was uns der Mai gebracht. Und hier zu deinen Füßen mit Blumen dich begrüßen, Maria, o Maria, o Maria. Das ist ein altes. Das ist ein altes Lied, mhm. Ja. Ein ganz eigenartige. Geht aber heute noch schön, ne? Ja, eigenartige Wendung. Ja. Schon, dass man kann das Ganze drauf singen, ne? Mhm. Singen Sie uns eine Strophe, bitte. Ja. O Jungfrau, dein Erbarmen, verschmäh die Blumen nicht. Drunten im Ungarnland liegt das Dorf Kogost. Es ist das Heimatdorf der Maria Singer. Mit den Liedern, die sie sich aus ihrer Jugendzeit bewahrt hat, gibt sie ein Beispiel vom Liederschatz einer Dorfbewohnerin aus dem ehemals größten deutschen Siedlungsgebiet in Ungarn, der schwäbischen Türkei. Rufen wir von Herzen, Maria, o Maria, o Maria. Wir bringen dir die Blüten für unser Herz als Pfand. O wollest uns behüten mit treuer Mutterhand, dass wir in deinem Schoße erblühen gleich der Rosen, Maria.